Wow, chic. Wohltätigkeit. Wohltätigkeit? Weißt du, was das für ein Schätzchen ist? Eine EML 850. Komplett umgebaut. Und in den Logs habe ich sogar einen Namen gefunden. Die Bahnbrecher. Die Bahnbrecher? Und? Dieses Schiff ist etwas Besonderes. Egal, das verstehst du sowieso nicht. Besorg mir einfach neue Treibstoffinjektoren. Dann können wir wenigstens fliegen. Schon gut, schon gut. Ich überleg mir was. Alle Gleiter-Upgrades, die man brauchen kann.
Schiff auf. Weisen Sie sich bitte mal aus. Oh, klar. Sicher. Sie sind Thoren Valarion? Das bin ich. Mhm. Alles klar. Gehen Sie weiter. Zum Glück habe ich die gefälschte ID-Karte. Können Sie sich ausweisen? Ja. Hier sind meine Dokumente. Alles in Ordnung? Werden wir sehen. Du kennst die Regeln. Keine Kredits, kein Sabak. Du schuldest den Pike sowieso schon ein Vermögen. In die Tasche, nix. John Derwigo-Smith eine Partie gespielt. Ich war ziemlich überrascht, dass er nicht gemogelt hat. Anscheinend hat irgendeine Gestalt gestern Abend alle Partien an den Tabaktischen gewonnen. Guter Oscar und Gigi Poon. Charmant hat Tree Dog, Tisa Yama, Sung Su, Andy und Dewonki. Versuch's doch. Wenn das Imperium dich nicht kriegt, dann die Pike-Wachen. Was glaubst du, wer von denen rücksichtsvoller ist? Du bist den Aufwand nicht wert. Der Gestank kommt sogar durch die Filter. Siehst du da? Abaka. Nix. Hol die Beute. Kete. Die Nummer. Sacramo Jewelry Stilo. Das Haruda. Bata da Guno, San Crispo. Das Hiroku. Die Stuta Abaka. Hey, du willst doch bei den Pike. Hey, willst du Gorak treffen? Den Pike und der Boss? Ich habe eine Spezialeinladung in seine Privaträume. Sonst kommt man da nicht rein. Wäre das was? Ich mache dir ein Angebot. Ja, das wäre super. Oh, perfekt, danke. Viel Spaß da oben und grüß ihn von mir. Jupiter, 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 Jupiter,
Hey, ich muss mit Gorak reden. Du siehst nicht aus wie ein Pike. Und ohne Einladung kommst du nicht nach oben. Na, zum Glück habe ich das hier. Eine Spezialeinladung. Da hat dich jemand aufs Kreuz gelegt, Kleine. Spezialeinladung. Oh, das war nur ein Test eurer Sicherheit. Gorak wird... Ach, vergiss es. Gemacht, Kleiner. Hey, nur für geladene Gäste. Das Bedienfeld macht immer Probleme und wir haben gerade erst den neuen Liftantrieb drin. Ärger mit der Technik? Falsch verdrahtet. Das wirkt sich sogar auf den Turbolift aus. Ach ja? Ich kann's mir mal ansehen, wenn du willst. In der Kantine zu Hause habe ich bei sowas auch immer geholfen. Ich kenne dich nicht, also nein. Du kennst mich nicht? Wir sind doch alte Bekannte, weißt du noch? Oh ja, stimmt. War mir kurz entfallen. Du kannst in den Wartungsraum gehen. Mach aber nichts kaputt. Das sollte den Turbolift entriegeln. Na gut, dann also auf zu Gorak.
da nicht rein. Halt! Sieht aus wie ein Unterboss. Das ist Gouverneur Tordens Stadt, nicht ihre. Schaff ihn raus! Und sag dem Gouverneur, es bleibt bei den Zahlungen. Dich kenne ich nicht. Was? Suchst du nie neue Freunde? Ich habe genug Freunde. Ja, aber dass ich mit dir rumhänge, ist kostenlos. Du bist witzig. Wacker schickt mich. Er sagte, du hast Arbeit? Das ist bedauerlich. Hey, warte! Was ist dein Problem? Schlau genug, um sich hereinzuschleichen? Dumm genug, Wacker zu erwähnen. Du kennst diese Welt nicht. Komm wieder, wenn du es tust. Völlige Zeitverschwendung. Guter Junge. Du bestiehlst deinen Pike, Unterboss. Erster Tag? Ganz ruhig. Ich bin Danker. Ich vermittle alle Aufträge auf diesem Mond. Bei uns gibt's keine Syndikate. Hey, das sind ganz normale Geschäfte. Mirugana ist was Besonderes, Kleine. Das Imperium lässt diese Kantina in Ruhe. Aber da draußen, da herrscht Krieg. Willst du überleben? Kenne die Drahtzieher. Siehst du? Die Pikes haben Einfluss. Dank Gorak. Tödlich. Politisch. Sie zahlen, um sich beim Imperium einzuschleimen. Dann Crimson Dawn. Die sind auf Goraks Reich scharf. Gerissen, gewieft. Nicht wie die Hutten. Bei denen weiß man immer, woran man ist. Hier draußen entscheidet dein Ruf über Leben und Tod. Apropos. Ein Freund von mir hätte gern eine Kleinigkeit aus Goraks privater Basis. Ein paar Sachen, die er geheim halten will. Und wer bezahlt mich, um das Syndikat an der Spitze zu beklauen? Tut mir leid. Ja oder nein, mehr ist nicht drin. Sag ihnen, Kay Vess ist dabei. Süß. Verzweifelt, aber süß. Basis ist im Pike-Bezirk. Finde den Hintereingang. Hacke die Konsole in seinem Turm. Besorg dir die Datei SK01. Viel Glück. Wer? Moment, haben Sie... mich angeheuert? Hallo? Okay. Und der Betrüger... Hallo, Wacker?
Danke für die Hilfe. Ich werde deinetwegen... ...was draufgegangen. Gorak erinnert sich wohl noch an mich. Sag mir nur, wo der Hintereingang zu seiner Festung ist. Im Pike-Bezirk. Dort warten zahllose Gelegenheiten. Aber wenn die Pikes dich nicht mögen, lassen sie dich nicht da rein. Ja, klingt einleuchtend. Ich lass mich einfach nicht sehen. Sieh mal nach, was es zu holen gibt. Ich brauche nur ein paar Tage. Du weißt doch, wie Pechsträhnen sind. Noch so eine Ratte aus der Unterwelt. Und wenn ich die Hälfte jetzt bezahle und den Rest... Hey, du hattest recht. Die... Lass mich nicht rein. Es gibt eine andere Möglichkeit. Einen Luftschacht um die Ecke. Aber Kay, wenn sie dich sehen... Ich weiß. Das wäre nicht gut. Meine Frau bringt mich um. Tja, sie oder ich. Gut, nimm ihn. Das verschafft dir einen weiteren Tag. Wir haben in dieser Stadt das Sagen.
Mir wurde gesagt, dass du angekommen bist. Du kommst von der Terrasse im zweiten Stock aus rein. Von dort erreichst du dein Ziel. Na dann. Wie lange beobachtest du mich schon? Verstehe. Ist jemand in der Nähe? Ich vermisse die gute alte Zeit. Quartierrennen waren mal reines Glück. Jetzt habe ich das Gefühl, dass andauernd jemand die Rennen manipuliert. Siehst du was? Ist gut.
die Tasche nix. Hier passiert einfach gar nichts. Super. Sieht nach dem Eingang aus. Nix, das wird schon. Ja. Wie kommen wir jetzt da hoch? Was siehst du? Turbolift ist unten. Nix, zeig, was du kannst. Hey, Kumpel, drück mal den Knopf. Ah, alles klar, das sollte klappen. Gleich mal rüber und hol das. Gut gemacht, Nix.
Was sollen wir hier tun, Nix? Nix, halt das mal für mich, ja? Hey, halt das mal offen. Kannst du das für mich offen halten? Hey, halt das mal offen. Kannst du das für mich offen halten? Nix. Halt das mal für mich, ja? Braver Junge, Nix. Gehen wir. Alles gut bei dir, Kumpel? Nur noch ein paar Aufträge wie dieser, bevor wir den großen Wurf landen, okay? Sehr gut, mein Freund.
müssen große Pläne haben. Und bestimmt eine Abmachung mit dem Imperium. Da ist der Turm. Aber diese Energiebarriere könnte ein Problem sein. Gut, Nix. Ab jetzt können wir Blaster benutzen. Wenn's sein muss. Vorne sind Pikes. Mit dem Imperium zu arbeiten, wird für uns nicht gut ausgehen. Das Imperium hat diesen Krieg selbst verschuldet. Und jetzt haben sie den Salat. Ja, Dänemark. Ich mag so bleiben. Heute Abend vielleicht eine Runde Sabank? Die sehen nicht freundlich aus. Territorium sind. Aber sie können nichts dagegen tun. Auf jeden Fall. Sollen wir es erschießen? Sowas habe ich noch nie
dass er uns hierher geführt hat. Hey, hol das für mich. Wohl noch eins von diesen Dingern. Was siehst du? Was soll das denn? Was geht hier vor? Bewegung, Max! Die haben es auf uns abgesehen!
Shot. Geh und hol das runter.
ist jemand in der Nähe. Irgendjemand muss hier sein. Das macht mich fertig. Was siehst du? Los, Nix. Du weißt, was zu tun ist. Geschafft! Wen kümmert schon, dass wir gesehen wurden? Dateien. Wo ist diese Konsole? Oh nein, das Ding hat einen Alarm. Oh, die Datei ist bloß ein Spotchka-Rezept. Wurde ich reingelegt? Na schön, es soll sich ja lohnen. Die ist verschlüsselt.
Und dieser Kanal ist absolut sicher, Herr Schall. Bitte. Es braucht seine Zeit, jemanden wie Gorak zu stürzen. Wenn ich keinen sicheren Kanal einrichten könnte, wäre ich längst tot. Und nennen Sie mich Tislak. Also gut, Tislak. Ich bin altmodisch. Wenn ich einem Freund einen Dolchstoß verpassen soll, will ich die Person kennenlernen, die mir das Messer reicht. Natürlich, Gouverneur. Und der Alarm geht los. Wenigstens haben wir etwas. Deckung aktiviert! Nix, pass auf! Nix, Angriff! Oh, wo sind wir da nur reingeraten, Kumpel? Oh, die haben den Aufzug gesperrt. Na gut, okay. Dann heißt es wohl klettern. Keine Angst, Nix. Der nächste Auftrag wird besser. Vorsichtig, Nix. Ich schaff das.
Ich glaube, wir sind in Sicherheit, Nix. Wahnsinn, dass das geklappt hat. Wacker, wie schnell kannst du das Schiff reparieren? Ich weiß. Du willst weg von Toshara. Aber die Injektoren sind nicht billig. Wirst du bezahlt? Vielleicht. Kennst du jemanden, der etwas für den Beweis zahlen würde, dass ein Pike Gorak stürzen will? Gorak würde was dafür zahlen. Halt diesmal nur meinen Namen daraus.